Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Lanefield und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Resident Evil 2. Ja, die letzte Folge, wir waren auf dem Weg dann zu Marvin gewesen, hier zur Haupthalle, als er uns dann einen Videoausschnitt gezeigt hat, in dem wir Claire gesehen haben, die überlebt hat. Daraufhin hat uns Marvin natürlich einen Auftrag gegeben, dass wir jetzt uns um den Ostflügel kümmern sollen. Jetzt werden wir uns mal im Ostflügel ein bisschen umschauen und gucken, was uns da so erwartet. Wir haben jetzt hier immer noch einen Schlüssel. So. Damit werden wir, denke ich, jetzt den nächsten Bereich öffnen. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, beziehungsweise wieder hier zuschaut. Und unser erstes Ziel ist hier im RPD sozusagen diese drei Diamanten-Embleme hier einzusetzen. Eins fehlt uns noch. Dazu dann aber erstmal später mehr. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung Ostflügel und gucken, ob wir da Claire finden. So, gucken. Munitionstechnisch sieht es noch ganz okay aus. Ich muss dazu sagen, die Zombies sind hier eine richtige Bedrohung, ja? Die Zombies sind hier eine permanente Gefahr. Die machen hier keinen Halt. Oh, das sieht aber so ein bisschen lasch aus da oben. Was ist das denn? Gut, okay. Wir machen mal weiter. Also es ist hier nicht die PS4 Pro, auf der ich spiele. Es ist die normale PS4. Und gucken wir mal, was sich jetzt hier hinten befindet. Da ist noch ein Brett und hier steht Art Room. Okay. Das Brandschutztor ist hier unten. Okay, gut. Dann kommen wir hier nicht weiter. Das Brett nehmen wir mal mit. Haben nach wie vor 3 Slots frei. Okay, Kenner des Originals werden sich hier an diese Räumlichkeit erinnern. Definitiv erinnern. Ja, schaut mal da oben. Im Original kam ja da ein Licker hinunter. Ne? Raccoon Magazine. Artikel Der Rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Diese geheimnisvollen roten Scheine ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einzelne Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Ah! Ah, sehr nice. Sehr schön. Ich denke, somit kommen wir jetzt definitiv an die Schrotflinte ran. Okay, die Truhe können wir nicht öffnen. Fehlt noch was, ne? Ey, Moment mal, Moment mal. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ja gut, ich denke, dann haben wir es heute, ne? Tada! So, jetzt können wir es auch einsetzen. Wir haben hier ein Zepter, okay. Cool. Okay, jetzt ist die Frage, ne? Was meint ihr?
Ja, ich find's geil. Ich find's ziemlich cool, dass Capcom hier so mit uns spielt. Ne? Man denkt sich, okay, gut, das werden sie nicht, das werden sie nicht machen, das werden sie nicht machen. Und auf einmal kommt da doch was runter. Und wenn man sagt, ja, das kommt auf jeden Fall alles wie im Original, ne? Und dann, ja, passiert's irgendwie doch nicht oder doch, ne? So. Ja, die Frage, ne? Gehen wir zurück, holen uns erstmal die Schrot oder schauen wir uns hier weiter um? Das hat gerumst. So, es aussieht keine Überlebenden. Oh, da ist ein Kratzer. War das ein Licker gewesen? Ja, wahrscheinlich. Gibt da einen Licker dran? Oh, war ja. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now! Okay. Let's get through this. Both of us. Tja, und somit trennen sich die Wege wieder. I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Marvin! Damn it! Oh, weia. Ich hoffe, dass es Marvin gut geht. Cool. Und ja, wiederum nicht. Wir haben. Verfluchter Mist, wir haben keinen Platz? Okay, wir gehen erstmal zurück in die Haupthalle. Sehen uns nach Marvin um. Schaffen dementsprechend Platz. Oh nein. Wow. Okay, das war knapp. Die zwei verkohlten Leichen, die müssen wir auf jeden Fall zerstören, eliminieren, beseitigen. Okay, Marvin lebt noch, das ist schon mal in Ordnung. So, wir schaffen hier Platz, indem ich jetzt diese zwei Bretter reinlege, die Munition. Denn wir sind ja schon mal soweit voll. Kraut braucht man nicht. So, was ist jetzt damit? Rotes Juwel. Komm, wir legen es erstmal rein. So, das sollte reichen. Wir haben wieder 4 Slots. Jetzt gehen wir zurück. Legen uns diese Zombies, die da oben sind. Und öffnen dann die Passage dort unten. Denn im Westflügel gab es auch noch eine Räumlichkeit, womit wir hier diesen Bolzenwerkzeug da eine Kette lösen konnten, ne? Bastard.
Kann ein bisschen Abstand nehmen? Ich hoffe, hinter mir ist jetzt keiner. Nee, okay. Na, verfluchter Mist. Okay, das ist ein gutes Zeichen, denn solange sie noch brennen, sind sie am Leben. Das heißt, ich kann noch... draufhalten. So, das war ein Volltreffer. Totale Verblendung. Ich sehe kaum was. Das reicht. Ne, leider keine Munition. Also wir haben jetzt ordentlich Munition verloren, ne? Wahnsinn. Ich sag ja, die Zombies schlucken wahnsinnig viel Munition und sind widerstandsfähig. So. Mann, hier sind wir. Na, ich habe kein Brett dabei. Schade. Oh, ist das auch noch einer? Na, mit Schießpulver möchte ich erstmal noch einen Moment warten. Wir können es aber noch einen schnellen Brett. Ah, wir sind hier. Okay, doch nicht mehr organisieren, weil jetzt die Zombies gerade durchgebrochen sind, oder? Jede Wette. Na, das hatte ich jetzt echt nichts. Jetzt kommt der Dicke auch noch. Oh, oh. Okay, es wird hier definitiv Zeit zu verschwinden. Wir gehen mal hier weg. Lass es hier auf, danke. So. Okay, es wird Zeit, die Show zu holen. Definitiv. Wir gehen jetzt zum Waffenlagerraum und holen uns dort mal die Schrot. Komm, die Munition können wir jetzt hier noch mitnehmen. So. Ja, eins hat nur noch frei, das ist nicht viel, ne? So, hier im Westflügel war noch eine Räumlichkeit. Ich werde aber dafür jetzt kaum Platz haben, ne, um die Items auch noch mitzunehmen. Das heißt, ich muss als erstes, ja, die Karte loswerden und... Ah. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Häkchen-Symbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar... Alles klar, okay, gut. Das heißt, wir haben einen Slot mehr. Cool.
der hier liegt. Gut. So, dann machen wir mal. Sehr cool. Zwei Slots mehr. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall als erstes zurück. Jetzt haben wir leider auch den Officer da aktiviert. Ich muss auf jeden Fall hier lang. Genau, wir gehen jetzt hier lang. Von der Westseite aus. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ne? Ich denke, so die 15 Minuten sind wieder um. War eine gute Zeit gewesen. Und ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Ich bin der Chris Vanfield und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.